Wussten Sie schon, dass man in den Supermarkt gehen muss, wenn man keinen leeren Kühlschrank haben will? Wussten Sie schon, dass man sich den Wecker stellen muss, wenn man morgens nicht verschlafen will? Wussten Sie schon, es gibt so viele kleine Regeln, um das Leben gescheit zu bestehen? Aber wussten Sie schon, ich habe manchmal meine Probleme damit umzugehen. Zum Beispiel schaue ich nicht so gerne auf die Uhr oder auf den Wochentag. Und eine Sache zum Beispiel beim Einkaufen ist dann, dass ich das überhaupt nicht mag. Warum kann man sonntags nicht einkaufen, muss um 8 Uhr fertig sein? Warum ist das Leben so geregelt? Wer hat das getan? Liegt das an den Kirchen oder an den Gesetzen? Es ist alles geregelt. Wenn ich mal was tun möchte, dann steht dem vieles im Wege, nämlich Vorschriften und Vorschriften und das Zeug, wenn das so, versteht ihr, Vorschriften und Konventionen. Aber ich will so leben, wie ich will, denn es soll sich ja lohnen. Also, wenn man was tun möchte, dann steht dem viel im Weg, nämlich Regeln und Konventionen. Doch ich möchte mein Leben so leben, wie ich will, denn es soll sich ja auch lohnen. Also bitte, bitte, bitte lasst mich auch am Sonntag in den Supermarkt rein. Denn dann könnte der kleine Mann hier hinter dem Klavier viel glücklicher sein. Warum ist sonntags der Laden zu? Warum bleibt mein Kühlschrank leer? Warum muss ich bis 20 Uhr fertig sein, sonst krieg ich nichts mehr? Warum? Was hat das alles zu bedeuten? Warum macht ihr es mir so schwer? Warum gibt es in Deutschland diese verdammten Konventionen? Ich will 24 Stunden Öffnungszeiten her. Verdammt nochmal.